Ja, meine Damen und Herren, wir melden uns heute, oder ich melde mich heute aus dem Lavantal, und zwar zu einem besonderen Anlass. Wir wurden eingeladen, dankenswerterweise, und zwar, wie sieht's aus mit dem Chor im Tunnel, wie weit ist es vorangetrieben, und wer uns da ganz genau Bescheid geben kann, ist Herr Diplom-Ingenieur Andreas Kiesling. Und danke erst einmal für die Einladung, und was werden wir alles sehen? Bitte gerne. Wir werden heute da jetzt in den Tunnel einfahren und schauen uns den Vortrieb an, direkt an der Ortsbrust, welche Arbeiten wir dort durchführen. Und ich würde sagen, wir setzen uns ins Auto und fahren einfach hinein und schauen uns das vor Ort an. Jetzt haben wir natürlich vom BKTV-Team das Glück, dass wir mitten drinnen sind, oder im Vortrieb des Choralmtunnels. Kann da jeder, wenn er sich anmeldet, hier hereinkommen und besichtigen? Wie Sie ja selber sehen, Herr Riemer, es wird hier permanent gearbeitet. Wir sind natürlich auch jetzt in einem gesicherten Bereich. Vorne wird noch abgesichert und wir sind natürlich auch auf die Sicherheit bedacht. Und da haben wir natürlich auch für Ihr Fernsehen das heute möglich gemacht. Grundsätzlich haben wir eben in Leibenfeld unsere neu umgebaute Infobox, wo man sich jederzeit informieren kann, täglich von 14 bis 17 Uhr und natürlich auch gegen Voranmeldung, wo man auch die ganze Entstehungsgeschichte zur Choralmbahn, die aktuellen Tätigkeiten, Berichte auch erlesen kann, sage ich jetzt mal, und natürlich auch im Bild im Choralmbahn Film, Erkundungsfilm sehen kann. Und natürlich auch für Verspielte haben wir auch noch etwas. Wir haben eine Simulation des Choralmtunnels eingebaut und auch das Tunnelportal, das für die Weststeiermark sicher auch sehr, sehr interessant und wichtig ist. Also der Tunnel wird mit einem Theodolit vermessen, der aber in dem Fall von einem Computer gesteuert wird. Und der Theodolit sendet einen roten Punkt aus, der an der Ortsbrust ersichtlich ist, und von dem roten Punkt aus kann ich den Gitterbogen einmessen, dass er an der richtigen Stelle steht. Jetzt für uns Laien, Theodolit, was ist das genau? Der Theodolit ist ein Vermessungsgerät, der eben Höhen, Seiten und Längenwerte abgeben kann. Das heißt, der Beton härtet auch so schnell aus, dass das Gleis so gesichert ist? Ja, es ist ein ganz normaler Beton, der einen Erstarrungsbeschleuniger dazu bekommt, sodass der Beton, wenn er angekommen ist und durch das Aufbringen schon verdichtet ist, eben mit dem Abbindevorgang beginnt, dass sie in kürzester Zeit eine Festigkeit zusammenbringen. Ja? In wie vielen Schichten wird denn gearbeitet? In 3-Schichtbetrieb. Es wird immer 8 Stunden gearbeitet und dann ist der nächste Wechsel. Und ich muss immer kontrollieren, ob die Spritzbetonschale sich in sich bewegt oder weil es Setzungen gibt oder Horizontalverschiebungen, und die misst er jetzt. Wie lange genau dauern die Vorbereitungen bis zur nächsten Sprengung? Es sind ja in dem Sinn keine Vorbereitungen, sondern Sie müssen einfach jetzt den einen Abschlag, den Sie durchgeführt haben, müssen Sie jetzt einmal sichern, damit da der Berg eine Ruhe geben kann, und dann müssen Sie die nächsten Bohrungen durchführen, mit Sprengstoff bestücken, und dann kommt es zur Sprengung. Und so ein Radl kann 6-7 Stunden dauern. Was natürlich unsere Weststeirer auch interessiert, da arbeitet ja ein Weststeirer, der Herr Droger. Welche Aufgabe, welche Funktion hat er? Der Herr Droger ist also hier in einem Vortriebsdrittel
und ist speziell als Sprengmeister ausgebildet und ist für die Sprengungen im Dodel zuständig. Nach dem Spritzen, was passiert dann weiter? Also die wird fertig angebohrt bis zum 114. Bohrloch und dann fahren wir an besetzen. Das heißt, die Sprengladungen in jedes Loch bringen. Und da gibt es einen eigenen Sprengplan, den eigentlich ich erstellt habe. Und da kommt pro Loch kann man die verschiedenen Zünder rein. Ne? Das heißt, ich fange in der Mitte an mit dem Kern, den löse ich, dass ich die Spannung vom Gebirge nehme. Und dann schieße ich links und rechts und oben und unten zusammen. Und zuletzt den Kranz oben dann und da unten die Sohle. Das ist eigentlich ein Prinzip, also ein Sprengprinzip. Ne? Also vom Kern weg lösen, die Spannung vom Fels lösen und dann nach der Reihe zusammenschießen, drei, vier Reihen. Ne? Das habe ich aber gehört, dass du maximal 25 cm für den Beton übrig hast. Wie kann man das so genau schießen? Also es hängt viel für die Baristen drauf ab. Ne? Und ein Kranz kommt viel am Sprengmeister drauf an, wie ein starkes Land. Ne? Das heißt, wenn das Gebirge ziemlich fest ist, muss ich ein bisschen mehr laden. Wenn es ein bisschen wach ist oder schlecht ist, muss ich weniger laden. Und da kann ich damit die Sprengstoffe variieren. Ja, da haben wir zum Beispiel, das ist ein chelidonöser Sprengstoff, wenn das Gebirge ziemlich fest ist, tue ich da einen Zünder rein. Also und das kommt ins Bohrloch tiefste, also dass der Zünder raussteht, weil so schlag er raus, ne? Die Detonationswelle geht heraus zu. Bei einer Bohrlochtiefe von 3,30 m haben wir zuletzt gehabt zwischen 350 und 400 Kilo Sprengstoff. Höher pro Sprengung. Das sind in dem Fall, das sind Millisekundenzünder. Mit diesen löse ich den Kern, dass er schnell geht. Der hat eine geringe Zeitabstufung, der geht von 0 Sekunden bis eine halbe Sekunde, haben wir die, variieren wir. Weil wenn ich die Sprengung vertätige, habe ich zuletzt so einen Keil da. Das heißt, das liegt nicht was, gibt verstreut das Material, sondern das schießt so einen Keil zusammen. Die Ecken sind komplett frei und das ist so ein Keil. Ja, es ist nicht so einfach, das sind halt die Jahre und die Erfahrung. Gell? Also von Beginn an war das ein Zugang zum Erkundungstunnel, damit wir an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten können. Jetzt in der Bauphase wird auch die frische Luft hier über den Schacht angezogen und als zweite ist es der Versorgung für Wasserleitung, für Stromleitung und für den Beton, der auch über den Schacht eingebracht wird. Also die neue Kohlenbahn, die gebaut wird in Richtung Klagenfurt. Auch die Lavendalbahn, wie man sieht, ist provisorisch verlegt worden, die ja bestehen bleibt, nach wie vor. Und hier rechter Hand dann in die Einfahrt Tunnelportal, die Südröhre. Also die Gewässerschutzanlage für die Bauphase. Das heißt, das Wasser, das aus dem Tunnel gepumpt wird, wird hier gereinigt und erst dann in den Fluss hier in die Lavend zurückgeleitet. Die hier vorbeiführende Lavantalbahn muss kreuzungsfrei mit der Kohlenbahn geführt werden, muss daher hier im Norden in den Osten verschwenkt werden, führt dann über den Tunnel drüber und bindet südlich wieder in die Kohlenbahn in den Bahnhof Lavantal ein. Also die 32 Kilometer Tunnellänge, da kommen circa 10 Millionen Kubikmeter heraus. Und die müssen wir natürlich wieder irgendwo unterbringen. Und dazu werden ca. 25-30% können wiederverwertet werden als Dammschüttmaterial, als Lärmschutzwände, als Betonzuschlagstoff, der also aufbereitet wird. Und der Rest muss im Gelände wieder eingebaut werden.